Am Samstag lockte schon zu früher Stunde der Bauernmarkt vor das Rathaus. In der Zeit von 8 bis 15 Uhr konnte man sich von den Spezialitäten aus der Region überzeugen. Über 100 Kilometer legte mancher Anbieter zurück, um am Bauernmarkt teilzunehmen. Und stetig werden es mehr, sodass auch das Angebot keine Wünsche übrig lässt. Also wir haben hier über 40 Aussteller, der Saison entsprechend sehr viele Pflanzen- und Gemüseaussteller, aber wir haben auch Schafskäse, Ziegenkäse, diverse Wurstspezialitäten, Honig. Also hier kann man eigentlich seinen kompletten Wochenendeinkauf machen. Auch schon lang bekannte Anbieter wie der Forellenhof Thiessen waren anwesend und dass sich Qualität auszahlt, bewies schon die lange Schlange, die sich vor dem Wagen gebildet hatte, um in den Genuss von frisch geräuchertem Fisch zu kommen. Aber auch Wurstspezialitäten waren heiß begehrt. Besonders die Leberwurst vom Strauß erfreute sich großer Beliebtheit. Auch die Veranstalter waren zufrieden mit dem Zuspruch der Gäste. Also wir sind ganz froh, dass auf das, wo wir keinen Einfluss haben, nämlich das Wetter, dass das bisher hält. Und ich denke, der Markt wird wie auch in den vergangenen Jahren sehr gut angenommen. Neben allerhand kulinarischen Delikatessen kamen auch die Gartenfreunde auf ihre Kosten. So konnte man sich die Blütenpracht gleich mit nach Hause nehmen und sich wertvolle Tipps für einen richtig schönen grünen Sommer holen. Allerdings muss man nun eine Weile bis zum nächsten Bauernmarkt warten. Der nächste Markt wird am 6. Oktober diesen Jahres sein. Und ich denke, dass wir das in den kommenden Jahren auch weiter fortführen werden, zweimal im Jahr ein solches Event auch zur Aufwertung der Innenstadt zu machen. Bleibt zu hoffen, dass bei der nächsten Auflage des Bauernmarktes das Wetter noch etwas freundlicher ist.